Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play zu Last Epoch. Diesmal mit dem Harvest-Bild. Wir haben hier geskillt einfach auf Ward, also nicht alles. Hier möchte ich dann noch einen Punkt in Blutpact packen. Aber zuerst müssen wir natürlich hier auch, ja, machen wir einen Punkt dort raus und dann Blutpact. Genau, das können wir gleich noch machen. Ein Punkt hier raus. Okay, wir müssen Level machen. Okay. Schade, müssen wir nachher machen. Die Skillung ist wie folgt. Bei Skills habe ich hier rüber getan. From Marked Enemy Damage. Das ist wahrscheinlich mit diesem Mark for Death. Also ein Fluch, der mehr Schaden macht. Machen wir dann noch mehr Schaden. Und Bars Crits. Das machen wir jetzt dann. Und auf Pro, also ja, durchdringen von Necrotic Damage am Gegner, also die Resistenz durchdringen und dann noch allen Schaden zu Necrotic umwandeln. So, bei Skelette habe ich einfach mal hier oben Add Rockers gemacht und werde wahrscheinlich Cooldown noch runtersetzen. Acid Flask werde ich eventuell nicht machen, weil wir ja nicht auf Gift gehen. Und später werde ich rumprocken auf Bone Armor. Und Warriors. Dann müssen wir einfach. Nein, hier unten irgendwo. Remove Archers rausnehmen. Also auf das Kena. Hier unten und hier rüber. Und vielleicht noch Hellfleech. Ja. Aber Rocks sind am Anfang sehr, sehr stark. Die schießen so kleine Splitter. Sieht aus wie Etheral Knives oder ätherische Klingen bei Path of Exile. Und machen extremen Damage. Und das lohnt sich. Ja, einige Dinge ist auch nicht so schlimm. Gut. Dann hätten wir eigentlich nur noch diesen Skill hier. Können wir auch nochmal schauen. Transplant. Da mache ich alles auf Armor. Und ja, Beschwörung. Ist eigentlich ziemlich gut zum Ablenken von Gegnern. Dann vielleicht noch auf Area. Ah, hier runter wahrscheinlich. Ja, 4 brauchen wir nicht. Hier gehen wir. Ja, Duration noch. Effekt. Ja, alles ein bisschen auf Defensiv. So. Cooldown gibt es, glaube ich, nicht. Weiß es nicht genau. So. Und wenn ihr Cleave kennt, das Path of Exile oder damals. Weiß nicht, bei dir bezeigt, gab es gar nicht so ein Skill mit AOE. Ja. Zum Beispiel in Sacred 2 gab es ja diesen Cleave, also Rundumschlag hieß er damals. Im Spiel, in Sacred 1 meine ich natürlich. Sacred 2, ja. Ich muss einfach euch sagen, viele alte Hack'n'Slays können irgendwie in OBS nicht aufgenommen werden. Es gibt immer Grafikfehler oder Abstürze. Jetzt habe ich erst kürzlich Sacred 2 probieren aufzunehmen, musste Livestreams machen. Kam leider nicht so gut an, weil es viele nicht kennen, dieses Spiel, aber es ist mega gut. Einfach mal empfehlenswert, meine Livestreams dann wieder zu schauen, wenn ich wieder fitter bin, nicht mehr so Kopfschmerzen habe niedriger Blutdruck ist es momentan eher. Und deshalb, Sacred 2 einfach als Livestream-Form und eventuell dann auch wieder geht ja online. Aber das ist momentan halt auch nicht so gut wegen der Performance. Ich muss mal schauen, ob ich die Grafikkarte endlich einbauen kann. Das hat für mich ein bisschen schwer. Ja, und dann habe ich also zuerst Sacred 2 nicht aufnehmen können. Danach habe ich Titan Quest nicht aufnehmen können. Dann habe ich es mal geändert auf DirectX 9 Modus. Auch nicht. Hatte sogar da Grafikfehler gemacht und Abstürze. Dann habe ich versucht, Dungeon City 2 endlich mal aufnehmen zu können. Geht auch nicht. Ja, wird nie gefixt, oder? Und dann eigentlich noch andere Spiele. Aber, ja, vor allem Hack'n'Slays ist einfach das Problem. Ja. Also ihr seht gerade, ich tue eigentlich noch nicht so viel Schaden machen mit Harvest. Aber
Sacrifice Minions, das sind halt nicht so gut, die werden sterben. Ah, noch mehr Minions. Für den Anfang und gehen dann eigentlich nach oben. So, ab die muss man ja auch blocken, also diesen Skill auch einsetzen natürlich. Und jetzt haben wir hier einen Bonin. Das sind so rote Skelette, die bluten. Keine Ahnung, was ich genau darunter vorstellen kann, aber es ist irgendwie toll, einfach Ablenkungsmanöver zu haben. Jetzt haben wir mal einen. Okay, der ist gestorben scheinbar. Ich brauche aber mehr Skelette. Hä? Ich habe doch einen geskillt. Wieso ist, bleibt jetzt immer noch nur einer? Ist vielleicht ein bisschen verpackt. Aber nur ein bisschen. So. Keine Warriors mehr. Dann haben wir zwei hoffentlich. Dann können wir jetzt die zwei haben. Nicht? Habe ich nur noch vier Skelette. Hä, das ist ja ganz komisch. Mache ich einen weg, kann ich keinen anderen mehr beschwören. So. Ich habe ja jetzt fünf Skelette. Da habe ich nur... Nein, einfach der Warrior ist tot, dass ich hätte eigentlich fünf Skelette jetzt. Ja. Merkwürdig. Ja, es wurde mir öfters jetzt in den Kommentaren erzählt, dass die Leute nicht zufrieden sind, dass man keine Quests, Markierungen hat und so Sachen. Es ist einfach viel zu verwirrend. Ja, ich habe das eben auch lernen müssen. Also ich im letzten Video, im vorletzten Video schon, habe ich auch nicht gewusst, wo man genau hinlaufen muss. Aber eben, es ist halt nervig, wenn man wirklich gar nie rausfindet, was man jetzt machen muss. Also, und diese Markierungen hier zum Beispiel sind ja auch irgendwie ein bisschen verbirrend. Das zeigt zum Beispiel an, man muss irgendwie wieder zurückgehen. So etwas. Und oh, das kann ich nicht. Ah, ich habe sowieso noch etwas gegessen. Diese Höhle im Norden vom Anfang dieses Videos müssen wir noch gehen. Ich glaube, die untere habe ich gemacht. Wir müssen alles aussetzen. Es ist echt verbirrend. Die Entwickler machen das leider wahrscheinlich noch längere Zeit. Ja, vielleicht schon dann der nächste Patch. Aber es dauert halt noch ein paar Wochen, bis der nächste Patch rauskommt. Punkt 7.8. Wird es wohl sein. Ja, das ist einfach auch eines der Hauptprobleme, dass man halt in der Kampagne schon mal ein bisschen geübt sein muss, wo was ist. Und dass man leider das relativ schnell wieder vergisst. Also, ja. Ja, auch kurze Pausen machen musste. Ich Performance-Probleme hatte wieder und so Sachen. Wenn einfach ein Patch rauskommt und Hotfix, dann habe ich manchmal Performance-Probleme. Dann habe ich plötzlich wieder weniger FPS. Ah ja, ist gar nicht mehr angezeigt. Muss ich in diesem Video wieder anmachen, scheinbar. Bei den anderen Games stört die Anzeige besser zeigen. Ich denke, es ist schon sehr flüssig, aber eben manchmal, zum Beispiel im letzten Video hatte ich das Gefühl, manchmal lädt die Engine einfach nicht schnell genug. Ist leider so. Es ist alles besser, also am besten nicht so wütend sein auf das Spiel. Es ist alles noch zu beschmerzen. Aber wenn dann die Entwickler es in die Release-Version machen und dann verpackt ist, dann ist es schlimm. Also ich habe jetzt in letzter Zeit ja man Blade Bannerlord zum Beispiel gekauft, wenn sie es schon rausbringen mit Vollpreistitel, dann sollte das auch bugentzeugt sein. Ja, und sie haben zwar jetzt viel schon gemacht, aber immer noch nicht sehr empfehlenswert zum Let's Playen. Und es ist noch keine deutsche Version da. Gleich möchte ich auch keine Mods benutzen, aber ich muss Mods benutzen. Also ist es einfach das Spiel viel besser. Und wenn ihr, ja, Lust habt, mir da ein paar rauszusuchen, wäre ich natürlich dankbar, weil das Spiel ist ja schon relativ nah an einem Hack and Slay. Doch, der hat sich eigentlich auch die ganze Zeit. Nur ich denke, es ist halt einfach schwieriger geworden seit den Warbands. Also alles ist ein bisschen zurechtzufinden und auch richtig zu kämpfen und so weiter. Ja, ich werde mal schauen. Ich werde ja nicht das Projekt gerne weitermachen.
Und da habe ich ja der Elder Scrolls Online. Und ja. Ich habe zu viele Projekte jetzt wieder. Weil einfach, die ich gerne wieder weitermachen will. Also hat sich aber alles gestaut. Weil es mir ja nicht so gut gegangen ist. Weil ich ein bisschen Stress hatte mit manchen Spielen, was mich genervt hat. Irgendwelche Sachen auszuhalten, zum Beispiel ja, Champions of Regnum hat mich schon ein bisschen sensibel gemacht, ein bisschen genervt. Anfällig auf bestimmte Features. Und seitdem ich jetzt das nicht mehr spiele, habe ich irgendwie wieder Lust, einfach wieder zu grinden und langweilige Sachen zu machen. Und seitdem habe ich auch wieder mehr Lust auf Last Epoch. Es halt einfach nicht fertig ist. Es ist mir nicht schlimm. Es macht sogar die Features einfach besser. Die einfach schon relativ gut sind. Zum Beispiel auf Grimdawn habe ich jetzt momentan keinen Bock. Da muss man die ganze Zeit irgendwie grinden oder ja, einfach die Gebiete meiden, die zu schwer sind. Und geht man in irgendwo in eine Region, wo man wieder auf den Sack bekommt. Also einfach auf die Items warten muss, bis man sie hat, bevor man da wirklich ein Bild machen kann. Das ist halt immer so. Die Entwickler wollen irgendwie, dass wir einen Bild spielen, der mit Items gut blockt. Also gute Items gibt. Irgendwie den Skill besser machen. Das ist bei Diablo 3 leider auch so. Bis ich endlich mal ein Bild machen kann, der für Endgame oder so ist, muss ich ständig mega lang grinden. Das ist ja klar, in einem Action-Run, also in einem Hack-and-Slay, besser gesagt, tut man ja eigentlich gerne grinden, weil man ja auch Items finden kann, aber wenn man anforderlich ist, wirklich ein bestimmtes Item zu haben, ist einfach die Motivation bei mir draußen. Jetzt haben wir zum Beispiel den Harvester, also mache ich ein Harvester-Bild. Das ist klar. Wir gehen mal auf World Grounded. Also nur half health. Okay, nur halbes Leben. Dann gehen wir mal auf. Ja, weiter. Ah ja, Necrotic Damage, aber das ist nicht so hoch. Intelligenz ist, glaube ich, einfach sehr mächtig. Ein Drain Life Beat mit Mana Items, vielleicht sogar Defensiv Items, also diese Armor Rüstung, diese blaue Unique Rüstung. Wäre eigentlich nicht schlecht, dann haben wir immer unendlich Mana und können alles absalben. Das wäre vielleicht mein nächster Ratschlag, ob da braucht ihr wirklich die Items. Und ja, ich habe zwar zwei Items, die recht viele Mana geben, aber ob das reicht, weiß ich nicht. So, das ist ein richtig entspannter Bild, weil ihr defensiv seid. Und ja, die Minions habt, oder? War jetzt hier nicht ein Waypoint? Ja. Dann gehen wir mal zurück in die Höhle, hä? Weil ich brauche einen Skillpunkt. Okay, jetzt haben wir auch ein Skelett verloren. Jetzt bleib ich noch ein bisschen weiter weg. Transplant. Da oben, oder? Weil jetzt sowieso die Höhle, der Tempel kommt und dann sind wir ein bisschen zu schwach, wahrscheinlich noch. Wir haben das nicht, also ich habe das nicht gemacht bei der Vorbereitung. Es war halt heute Morgen. Früh. Ziemlich früh. Also jetzt schauen wir kurz hier runter, ob wir das gemacht haben. Das Problem ist halt immer, ich kann nicht so schnell immer wieder aufnehmen. Meine Folgen liegen halt immer so ungefähr einen Tag oder zwei Tagen auseinander. Und dann halt zum Wissen, was ich genau gemacht habe beim Vorleveln oder so. Oder einfach beim Bild schon mal machen, bis er ein bisschen interessanter und mächtiger ist. Ja, das ist ein Problem gewesen. Am Anfang ist dieser Bild mega schwach. Du musst unbedingt auf Schadenskill. Später, vor allem mit Zweihandwaffen und Unique-Waffen, ist es eigentlich mega einfach geworden. Also diese Waffe, die hätte ich schon viel früher einsetzen sollen, aber ich habe diesen Humming Bee-Teil gehabt. Der macht einfach viel Schaden, weil er
22 Physical Damage, also physischen Schaden, dazu bekommt. Ohne diese Waffe wäre ich wahrscheinlich immer noch sehr schwach. So, wir müssen nach Crit-Chance nochmal gehen. Ja. Okay, wir müssen Quest noch machen. Den habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen angeregt. Diese Quest ist noch offen. Das sieht man eigentlich nicht so gut. Ja. Wir müssen auch das Time Rift scheinbar noch betreten und fertig machen. Okay. Aber der Drachen ist halt recht schwer. Den machen wir noch nicht. Ich denke, sobald wir leash sind, machen wir. Ich wollte ja diesen Bild auch auf Minions machen, aber ja, es ist immer nur nach einem Kill, also dann haben wir gegen Boss keine Chance. Das finde ich doof. Ah, wir haben das reduziert. Oh, das habe ich gar nicht richtig gelesen. Ah, hier geht es dann hoch. Okay, dann müssen wir hier die Minions hoch machen. Da oben hin. Jetzt haben wir zwei. Reflexion, Schadensreflexion und jetzt haben wir noch was, also zwei Maximum jetzt, ja klar, eins, also auf eins reduziert und dann eins dazu ist zwei, klar, glaube ich, kann auch rechnen und jetzt müssen wir die hoch machen, auf vier können wir sie hoch machen. Okay, die haben wir gemacht. Okay, ich war doch ein bisschen fleißiger heute Morgen. Habe ich schon gemacht. Dankeschön, liebe Spiel. Dass du mir das nicht anzeigst. Oder eben nicht mehr anzeigst, weil die Quest schon erlöst wurde. Also dann habe ich beides gemacht. Interessant. So viel GTA online gespielt vor. Hm. Dann leider wieder. Durchrennen, also durchkloppen. Aber das ist eigentlich ziemlich spannend. Hier ist scheinbar immer ein Idol drin. Also ich kann euch sagen, bis die Arena ja, machbar ist, ist das Spiel halt immer noch relativ unfertig. Dann ist ja klar, die Entwickler können viel besser Arenenlevel machen und so. Dann sieht man eigentlich, ja, man macht immer das gleiche oder so, oder hat immer einen bestimmten Fokus auf eine Quest in den Maps, also zum Beispiel ein Boss killen oder so ein komisches Teil öffnen, ein Grabmal oder so, und dann kommen Monster raus und so weiter. Und das ist für mich eigentlich das Highlight, nur es ist halt relativ langweilig, immer so Maps durchzuführen. Und dann noch Arena machen zu machen. Der Content wird halt wahrscheinlich sehr stark sich erweitern in den nächsten Patches. Hoffentlich. Gegner werden einfach viel zu sehr wieder. Also manchmal habt ihr das Gefühl, ja, Maps sind plötzlich viel schwerer. Das liegt einfach daran, dass der Kampagnenstand die Monster mehr besser trockt. Die leveln halt mit und die leveln manchmal zu stark mit. Dann habt ihr Gefühl, ihr macht keinen Schaden. Ihr habt einfach zu wenig Einfluss, Schaden zu machen, oder? Gegner machen mehr Schaden. Das demotiviert mich ein bisschen manchmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich komme einfach mit dem Spiel nicht weiter, weil mir fehlt's nicht passen. Erst später richtig unpassend werden, oder? Und dann machst du wieder einen neuen Charakter und du hast einfach keinen Bock, weil die Gegner halt auch immer noch relativ schwach sind, weil du die Items noch nicht tragen kannst oder gar nicht so viele Items hast, wie du denkst. Und jetzt hier durchlaufen zu müssen, ist halt für mich jetzt ein bisschen nervig. Vielleicht euch auch, dass ich jetzt halt immer mal so ein bisschen wiederholen muss, aber wenn man eben nicht weiß, was man tun muss, dann muss man noch mehr Sachen, also nochmals machen.
Ja, die Skelette halten nichts mehr aus. Scheinbar. Muss eventuell wechseln. Auf Nahkampf, Ninjens. Aber zuerst holen wir mal den Bone Harvest. Dass wir tragen können. Oh, nicht so viel Schaden machen. Ja, es hat viel zu wenig Life Reach. Passt doch gar kein. 23. Ja, bald haben wir den Bone Harvest. Und Gott geht's natürlich wieder viel schnell. Setz doch bitte den Mark of Death ein. Ich glaube, die Gegner geben hier sehr viel. So. Warte. Ich mach das Video aber fertig. Jo, und eben der Bild wird wahrscheinlich sehr viel Schaden machen, so mit Level 40, 50. Davor wird er ein bisschen langsam sein, aber es ist einfach ein safer Bild. Also wir kriegen immer noch viel Schaden, wenn wir weniger Resistenzen haben. Dafür haben wir einfach Minions, die uns ein bisschen die Schaden wegmachen. Also wenn ich immer Schaden bekomme. Aber so große. Ja, die großen Gegner machen halt noch viel Schaden. Ich denke, ich werde bis zum nächsten Video noch ein bisschen weiterspielen. Ich würde einfach euch das Tragen des Harvestes zeigen. Geht halt jetzt noch einige Zeit, dass er langsam levelt. Boah, die machen einfach viel zu viel Schaden. Wie bekommt man Void Resistance über? Die Items hat immer keine Void Resistance dabei haben. Kann man das gar nicht so schnell irgendwie hochbringen. Einfach nicht treffen lassen, halt genug für diese Kringel hier. Ja. Gerade im Moment wird es natürlich schwer, das wird immer in diesem Gebiet schwer. So, jetzt. Jetzt sind wir beim Ding, Tempel sozusagen. Diesen besiegen. Jetzt bin ich nicht gestorben, ich will es auch nicht sein. Ja, diesen ausweichen. Vielleicht wird fest Damage. Wir hören ausweichen. Hey, du musst nicht reinlaufen, Spiel. Hochklicke. So. Jetzt noch mehr Intelligenz. Und hier, da haben wir das geskillt, also hier oben. Cool, da. Damit die noch mehr schleudern, diese Geschosse. Sieht aus wie rote ätherische Schüsse. Weiß auch nicht genau, was es sein soll. Hat einfach magisch Wurfklingen. Ja, jetzt haben sie es geschossen. Ist ziemlich effektiv, also wenn sie einen Gegner treffen, dann haben sie ziemlich viel Damage, das ist gar nicht. Ja, Rampart wieder. Keine Ahnung, wie sie Rampart eingefügt haben, aber es macht einfach Gegner so ziemlich zäh, dass man einfach keine Lust hat auf die Gegner. Ich muss mehr Damage machen. Ah ja, das habe ich ja den Bonus. Ja, ja, jetzt gerade ein Level bekommen. Hab's fast noch vergessen. Und jetzt müssen wir eigentlich scheinbar noch ein paar Sachen spüren. Und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ein bisschen gering. Hä? 20%, okay, es ist schon ein bisschen geringer. Skeletten Harvester, und was ist ein Skeletten Harvester? Das sind Bauern.
Harvest ist doch die Sense. Also ah, die da. Zwei Bogenschützen und zwei Harvest. Ein Harvest? Ein Rocke und ein Harvest? Also Skelette tun den sozusagen. Ja, das sind nicht Rocken, oder? Jetzt müssen wir Skelette rausnehmen. Okay, irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn wir jetzt Skelette rausnehmen, die brauchen wir nicht mehr, weil wir haben genug Schaden. Wir können eigentlich die Skelettmagie jetzt nehmen. Ich verstehe immer noch nach 11 Monaten zocken, das Spiel nicht ganz. Das ist einfach zu verwirrend. Weil ich weiß nicht, was das Spiel eigentlich macht. Dass Harveste nicht geblockt werden, wenn man es an Skeletten sagt. Wer erzählt mir das? Das erzählt mir ja niemand. Weiß noch niemand spielt oder so. Ja, wir haben die Magie gar nicht. Red Blood ist nicht waffenbasiert. Harvest, Mauerschatz auch nicht. Ja, wir können nur den Leash jetzt hier nehmen noch, wenn wir ihn haben. Und, der Pfeil können wir. Aber der hat ja gar keinen Skill, stimmt. Drain Life ist auch ein Spell. Es gibt eigentlich nur Spells außer Harvest, das ist ein Melee. Es hat einfach noch zu wenig Auswahl. Wandering Spirits auf, sagen wir mal. Hier, Area. Crystal Series. Der Schaden ist aber auch nicht so gut. Reveal Rate. Duration. Es hat auch Spell, also war jetzt auch nicht so viel Schaden. Machen wir den auf Poison Damage. Weil dann haben wir Fernkampf Spirits. Da. Ja, ist Spell. Ist kein Minion. Okay. Ja, wir haben einfach keinen Skill, den wir noch einsetzen sollen. Jetzt erzählen wir gerne. Aber wenn er keinen hat, aber einen Nahkampf-Skill hat. Das ist ein bisschen. Ja, es ist momentan noch viel zu schwach. Wir haben keine Minion-Damage-Items. Das war jetzt noch ein bisschen nutzlos. Also wie viel haben wir jetzt? Nein, wir müssen ja die rausnehmen. Transplant. So. Jetzt sind sie raus. Jetzt werden beschworen. Da werden die wegen diesem Blut. Die werden nicht beschworen. Ich verstehe es. Ja, jetzt sind Spawn Harvester, genau. Jetzt sind Spawn Master. Das ist genau anders an den Spawn Harvester. Das muss ich mal nachschauen. Ey. Ich hoffe, es gibt irgendwie eine Erklärung, was Spawn Harvester sind. Also was machen die? Life Leash? Sind das die Life Leash machen, weil sie ja Harvester sind? Also etwas ernten. Keine Ahnung. Geht es leider aber immer noch nicht so schnell. Ah, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr macht. Ja, dann machen wir das halt wieder raus. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, dieser Überblick ist einfach null. Das wollte ich doch.
Changeling. So, und hier Necrotic. Ja, das ist so eine Sache. Ja, aber der Damage ist trotzdem hoch mit Mark of Death. Immerhin besser. Jetzt ist doch alles richtig angestellt. Geh bei Last Epoch, hat immer einige Zeit, bis man alles wieder richtig angeordnet hat und nicht eine Fähigkeit vergessen hat, wie ich jetzt gerade. Das ist so doof, man sieht es einfach nicht, was genau jetzt weg ist, ersetzt wurde, und ersetzt es halt selber. Und merkt nicht, dass man es ersetzt hat. Ja, ist ein bisschen doof, aber gut, eben. Ich bin nicht böse auf das Spiel, nur es ist halt einfach immer noch so ein bisschen ein kleines, ja, in Entwicklung befindliches Spiel. Sagt eigentlich so, ja, für Leute, die es wirklich nervt, das ist einfach momentan noch nicht so gut spielbar. Aber für Leute, die wirklich Beta testen, wie zum Beispiel ich, ist es eigentlich schon gut spielbar. Nur man ist halt einfach genervt. Sogar ich als, ja, einer, der das kennt, Spiele kennt, die unfertig sind und so Beta Tester gewesen ist, ist es alles aushaltbar. Man spielt es, weil man halt einfach auch die Interesse hat, ein neues Spiel anzuschauen. Es ist das Anschauen, das Feeling. Es ist nicht, dass ich das Spiel nicht spielen wollte wegen Bugs, sondern es ist zum Anschauen und dann die Bugs einfach aushalten. Das ist so eine Sache, die halt Last Epoch momentan halt ein bisschen noch schlecht macht. Also dass viele Sachen halt einfach bugverseucht sind. Wenige Sachen wirklich toll sind. Es gibt viele tolle Sachen, aber es ist nicht so toll, wie man es gerne hätte. Also, das Skilltree pro Skill ist wunderbar. Ich liebe das. Dass ich meinen Skill richtig so machen kann, wie ich ihn gerne hätte. Aber es funktioniert nicht. Also zum Beispiel Harvest. Ja, da braucht man kein AOE, der ist riesengroß, aber der macht null Schaden. Auch wenn ich nicht auf AOE gehe, mache ich trotzdem null Schaden. Ja, das ist halt einfach problematisch, weil die Gegner halt eben sehr werden. Das ist so eine Sache. Willst du lange den Beat spielen, weil du so wenig Schaden machst? Macht das nicht. Also ich bin jetzt momentan noch eher unschlüssig, wenn ich jetzt den wirklich lange mache. Out of Decay, ja, das setze ich ja nicht gerne ein. Ich mag live Zauber nicht so gern. Also bei Path of Exile habe ich immer Blutmann eigentlich geliebt, nur war es mega sinnlos. Und ich denke auch, ja, ich würde jetzt eher nicht so ein Bild machen wollen, wenn man da wirklich spezielle Items braucht. Live. Es gibt, glaube ich, so ein Amulett oder so etwas, was live absaugt und dann irgendwie beim Kämpfen dazu bekommt oder so. Und ich will nicht ständig irgendwo, wenn ich in einer Stadt bin, dann Leben verlieren. Das ist so eine Sache. Und das ist ja auch OP. Ich will ja nicht zu OP Builds spielen. Ich will lieber nicht so weit kommen. Also jetzt ein OP Build benutzen und das Endgame wirklich auszulutschen und zu grinden. Mich nicht. Ich liebe das Spiel bis Level 50, danach eventuell. Also ich habe ja mehrere Charakter auf Level 65 oder noch höher. Dann ist es zu langweilig dann geworden. Man hat ständig auch immer wieder schauen, dass man gute Map-Mods nimmt und so weiter. Und dann doch schnell auch in der Arena halt dann kaputt geht, weil die Gegner einfach übermäßig stark werden. Ja, aber im Nachhinein hast du dann wirklich Lust, ganz gute Items zu bekommen und wenn man halt viel craften muss oder viel random halt auch droppt. Eher nicht so viele gute Unix. Einfach kein Bock im Endgame hat. Das Grinden geht mir auf den Keks. Das ständige Wiederholen, irgendwelche Items zu bekommen. Scheinbar ist ein Path of Exile momentan extremes Grinden von nötig. Deshalb habe ich eigentlich keinen Bock mehr auf Path of Exile. Und dann muss es auch bei. Ja.
nach der Epoche sein. Ja, bitte nicht. Es muss ein bisschen gereinigt werden. Es geht schon genug lang, bis man endlich durch die Kampagne ist. Ich habe ja noch nicht mal den neuen Content antesten können, weil ich einfach immer so das Gefühl habe, nee, das klappt nicht. Behielt. Könnte nicht klappen, weil er nicht so gut blockt, dass er nicht so gut ins Endgame gehört. Weil er nicht so OP ist wie andere, die ich nicht verwenden möchte. Ach man, blockiert doch nicht immer. Weißt du, diese Skelette, die wir beschworen werden, haben natürlich noch nicht, dass man durchlaufen kann. Warte doch. Aber ich bin irgendwie stecken geblieben. So sterbt ihr in Last Epoch. Ihr könnt einfach nicht fliehen. Die ganze Zeit versuche ich zu fliehen und es geht nicht. Das ist einfach noch problematisch. Ja. Ja, und jetzt konnte ich nicht abhauen. Ich konnte nicht weg von ihm. Er ist zu groß. Jetzt bin ich gestorben. Wieder. Endlich mal wieder. Aber solche Tode sind immer so nervig. Bitte bereinigen, Entwickler. Glaub's ja nicht, ey, dass dieser B jetzt wieder schwerer ist als der andere. Wo bekomme ich eigentlich so viel Damage? Ich sehe nicht mal die Zauber, die so viel Damage machen, wenn ich auch nicht abhauen kann. Ja, und zielsuchend sind natürlich. Welcher Entwickler erstellt einfach einen Zauber zu einem Gegner, der zielsuchend ist und noch Mords Damage macht? Wenn zielsuchend ist, sollte er eigentlich nicht so viel Damage machen. Das ist ja unglaublich, ey. Ich kann es einfach nicht fassen. Ja. Ich weiß nicht, was ich für ein anderes Bild nehmen soll. Also eben Live-Drain. Ich werde ihn mal antesten. Aber wenn Harvest auch nicht so gut ist, ja, der Harvest eigentlich nicht so eine gute Waffe ist, wie man denkt. Weil die Harvests, die Skeletten-Harvests, zu schlecht sind. Kaum Damage. Dann muss ich halt auf Life Drain gehen. Ne, ist der Skill ausprobieren. Das ist so eine Art, ja, find heraus, was du gerne spielst. Toll. Aber ich mag solche Spiele nicht, wo ich mich extrem ausprobieren muss. Wenn ich einen Skill verwenden will, dann muss er auch Endgame-tauglich sein. Aber das ist in Last Epoch nicht so, das ist in Path of Exile nicht so. Das ist zum Beispiel in Sekiro 2 nicht so, bei Diablo 2 ist es nicht so. Wieso können Entwickler nicht das Spiel so balancieren, dass man alles spielen kann? Es muss ja nicht mal schnell rauskommen, das Spiel, aber Skills sollten eigentlich in der Beta eigentlich so weit balanciert sein, dass es Spaß macht, oder? Ich habe immer so das Gefühl, ja, ich kann diesen Bild testen, aber er wird nicht erfolgreich sein. Gut, habe ich auch immer wieder Spaß in meinem Kopf gehabt. Habe ich nicht. Das ist es. Ich spiele gerne das Spiel immer weiter. Ich mache gerne immer Let's Play Parts, aber ihr werdet mich halt auch nicht so immer. Ja. Wohl sehen, dass ich mich freue. Ich bin ein bisschen angeschlagen, weil das Spiel mich ja manchmal ein bisschen kaputt macht, ey. Wenn Hit. Was gibt's für einen Skill like Damage? Wenn dann Tempest Strike auf Ding. Ja, verwende ich. Das muss ich nicht mehr. Okay, ja, die Zabis sind ja auch Hit, oder? Man steht halt nirgends. Aber welches Spell ist Hit? Weil Hit ist für mich immer ein Schlag mit der Keule oder so. Harvest da. Oben rechts, aber ein Hit, also zum Beispiel bei Path of Exile sind Hits, glaube ich, immer nur Sachen, die auch eine Form haben. Also zum Beispiel ein Blitz, der hat kein, also der Blitz könnte durch alles Ding durchgehen, der hat keine Form. Aber zum Beispiel ein Donnerschlag, also Lightning Strike, der hat ein Ding. Ja. Nochmals einen ist der schlechte, besser 67, 60, 56. Low ist eigentlich besser.
aber weniger. 7 bei Bösen und 3 bei. Also ich höre nicht. Ja, auch Deutsch ist weniger. Nicht mitnehmen. Reintun. Auch reintun, wir anderen verkaufen, oder? Nochmals kurz die Boots, aber die Boots würde ich nie gerne tragen. Mehr Damage, wenn man mehr Dexterity hat, oder so etwas. Ja. 1% mehr Damage ist einfach zu heftig, da wird man nicht lange überleben können, denke ich mal. 8, 19, 14, 1, 1, 8. Verkaufen. Also, was haben wir für Zeit? 40 Minuten schon, ja. Dann, länger Part ist kein Problem für mich. Ich habe ja kurze Hochladezeiten. Aber einfach mal gezeigt, den Harvest Bait. Er ist jetzt momentan mit diesem alten Stand noch nicht so gut spielbar. Also ich würde ihn nicht so gerne empfehlen. Aber jetzt mal hier. Wie kann man einen Necromancer auf Armor machen? Wie bekommt man als Necromancer mehr Mana? Das ist das Problem. Lebenabsagen wird stark sein, aber ich habe immer zu wenig Mana. Die Items geben leider auch keinen Mana. Also ich denke mal bis zum nächsten Part ein Bild aus und tun schon mal ein bisschen hochleveln, aber so langsam habe ich dann immer wieder weniger Bock. Weil ich einfach kein Bild finde, der wirklich für meinen ja, Game-Stil klappt. Und hat sehr viel craften müsste. Nur ich weiß nicht, wie unbedingt die Items verstärken soll, weil sie mir auch ein bisschen zu schade sind zum Verstärken. Zu Stärke craften. Aber wir werden schon einen finden. Ja. Schade, dass Harvest jetzt nicht gerade so meins ist. Aber gut. Ja, wir machen einfach zu wenig Schaden und haben zu wenig Defensive. Wir brauchen beides. Also Drain Life ist... da müssen wir wieder zurück. Necrotic Damage. Dot Channeling, Channelet. Ist er Channeling und Channelet? Intelligenz. Also wir müssen ein Dot-Bild machen. Kost 5 pro Sekunde wahrscheinlich. Gut, ich schaue mir den Skill an, aber ich denke, wir müssen halt einfach ein OP-Bild machen, wie Out of Decay. Oder ein Gift, Summoner, Totem, Primalist, Druide. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.